Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist... Wo ist sie denn? Die Look Fantastic Box bei mir eingetroffen heute und das ist die Birthday Edition. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, warum ich aussehe, als wäre ich in einen Farbtopf gefallen von den Lippen her, liegt ganz einfach daran, dass ich gerade ein Adventskalender-Unboxing gedreht habe und dementsprechend noch diese roten Lippen habe. Es passt nicht unbedingt zu meinem Kleid, was ich anhabe, das habe ich schon den ganzen Tag an, das habe ich mir gerade nochmal angezogen, weil ich wollte mich jetzt nicht in meinem Weihnachtskleid hier hinsetzen. ja, ich verlinke euch hier oben mal das Video, was ich eben gedreht habe. Genau, Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box, die ursprünglich aus England kommt, gibt es aber mittlerweile auch in der deutschen Version. Das heißt, wir haben teilweise auch andere Produkte als die Abonnenten in England bekommen. Das ist eine Beauty-Abo-Box, die jeden Monat erscheint und ich zahle in meinem Jahresabo 15,50 Euro pro Box. Wenn du dir die im flexiblen Abo bestellst, kostet die, glaube ich, 20 Euro pro Box. Ich schreibe dir mal hier meinen Code rein, dann bekommst du ein bisschen Rabatt. Ich kann ein bisschen Look Fantastic Beauty Points sammeln. Genau, denn es gibt einen Look Fantastic Online-Shop, da kann man auch einkaufen. Falls ihr das auch schon gesehen habt, es gibt den Look Fantastic Adventskalender, den man für 95 Euro erstehen kann. Man bekommt aber nochmal irgendwie 20 Euro Rabatt mit einem Code, den man zugeschickt bekommt, wenn man Abonnent ist. Ich habe es vercheckt und habe mir den für 95 Euro gekauft. Läuft bei mir. Egal. Oder 15 Euro Rabattcode? Keine Ahnung. Ich habe es echt vercheckt. Ich war einfach zu schnell im Bestellen. Und als ich das dann gepostet habe auf Instagram, haben mir ganz viele geschrieben, Claudi, hast du denn auch den Code verwendet? Und ich habe mir gedacht... Welcher Code? Und dann, ja, nein, habe ich nicht. Und der Adventskalender kommt Mitte Oktober raus, aber man kann ihn jetzt schon bestellen. Ja, und der ist immer super schnell ausverkauft, deswegen habe ich einfach ganz schnell zugeschlagen und ich bin ein Vogel. Okay, ja, die Look Fantastic Beauty Box ist immer in diesem gleichen Format, aber dieses Mal mit einem anderen Deckel, was ich schön finde, ne? Sieht sehr erwachsen aus, aber gleichzeitig auch ein bisschen verspielt. Und ich bin gespannt, was die so im Geburtstagsmonat zu bieten haben. Wir haben endlich wieder ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist drin. Mega geil, das war in der Corinna-Zeit leider nicht mit drin. Jetzt haben wir es wieder drin. Und hier haben wir tatsächlich dann die Look Fantastic Beauty Box, die wir gleich zusammen öffnen werden. Wir haben hier manchmal auch ein bisschen andere Marken mit dabei, was ich auch ganz cool finde. Marken, die du so in Deutschland gar nicht kennst. Und wir haben hier tatsächlich auch wieder ein englisches Heft. Denn ich wollte gerade vorlesen, was die Boxenpacker sich dabei gedacht haben. Aber ja, hier steht drin, this September the Beauty Box turns 6. Also die sind 6 Jahre alt geworden, dementsprechend sind die dann ein, zwei Jährchen jünger als die Glossy Box. Und Glossy Box und Look Fantastic Beauty Box gehören zusammen. Das ist quasi eine Familie. We want to celebrate with all our lovely subscribers and we hope our birthday edition Beauty Box lends a helping hand. Okay, die möchten halt mit uns zusammen feiern und uns dafür eine helfende Hand reichen. So. Our September box is full of amazing products, from luxury cosmetics to cold favorite skincare. Die September box ist vollgepackt mit aufregenden Produkten, von luxuriöser Kosmetik bis hin zu kultiger Skincare, Gesichtspflege. And there's even an exciting facial tool thrown in the mix. Okay, da ist auch irgendwas ganz Aufregendes drin, was für die Gesichtsreinigung sein soll. Ein Gesichtstool, nicht Gesichtsreinigung. In this month's Beauty Box Edition, we are bringing you an exclusive interview with Luxy's founder, an exciting feature from skincare heroes Elemis and showcasing some new launches on Look Fantastic. Okay, du hast in diesem Heftchen tatsächlich auch manchmal so Interviews drin. Hier sind Interviews von der Gründerin von Luxy drin. Von Luxy hatten wir schon einige Pinsel mit dabei, die ich echt gut finde. Also qualitativ sehr, sehr hochwertig. Kann man auch im Look Fantastic Online-Shop tatsächlich nachkaufen und da sind die echt teuer. Und dann gibt es auch noch irgendwie von Skincare-Menschen von Elemis ein Interview und irgendwelche Neuigkeiten von Look Fantastic. Da bin ich sehr gespannt, was dann da quasi... Achso, ja, da sind einfach ein paar Informationen über Elemis, über die Marke. Sehr viele Informationen darüber. Wow, okay, ja. Und da bin ich sehr gespannt, was dann entsprechend da drin ist. Und hier steht, The Look Fantastic Beauty Box has just launched its subscriber exclusive unboxed launch. Okay, launch. And we want to be a part of it. Our unboxed launch has been created exclusively for our loyal Beauty Box subscribers and is filled with exciting brand offers, content and competitions you won't want to miss.
How do I enter? It's simple. Just log in to our Lookfantastic account, get yourself onto our unboxed launch page and click I'm already a subscriber, you're in. Okay, also das ist quasi wie halt auch bei Glossybox, dass du eine Lounge jetzt hast, dass da quasi exklusive Angebote nur für Abonnenten sind, exklusive Informationen und da gibt es eine extra Lounge für und das kann man sich angucken, wenn man möchte. Werde ich auch machen, habe ich bislang noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Lookfantastic Homepage überarbeitet worden ist. Hier haben wir, ich habe schon 5 Minuten durchgeredet, es tut mir voll leid, die Beautybox und ich rieche dran und rieche nichts. Das lässt darauf schließen, dass da vielleicht irgendwas sehr Dekoratives drin ist. Ich hoffe auf einen Luxi-Pinsel, das wäre ein Träumchen. Und wir öffnen das ganze Ding. Meistens sind die nicht so prall gefüllt, weil du halt hochwertige und teure Produkte hier mit drin hast. Und das ist der Inhalt. Und wir schauen uns das Ganze mal etwas intensiver an. Und ich ziehe zuallererst einen Luxi-Pinsel raus. Geil. Und das ist noch einer meiner Lieblingspinselarten, weil es ein Smudger ist. Geil. Ein Large Shader, die Nummer 209 ist das. Ja, und damit kann ich mein Luxi-Pinselsortiment einfach erweitern. Das ist super weich, sehr, sehr hochwertig. Immer wieder schön in Form, nachdem man sie auch gewaschen hat. Man kann da echt toll mitarbeiten. Und der ist auch relativ flach, ne? Also das ist sehr breit vorne, aber dann flach so von den Härchen. Hier finde ich echt klasse, da kannst du schön auch so Schimmer hier auftragen. Allzu präzise kannst du damit nicht arbeiten, weil der halt riesig ist. Ich denke, dass du damit dann auch in der Lidfalte schön was verblenden kannst. Der gefällt mir. Das finde ich schon mal toll. Dann haben wir hier ein Popsocket drin von der Beautybox, Lookfantastic Beautybox. Da kannst du dann ein bisschen Werbung machen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich an meinem Handy, was sich nicht hier befindet, gerade was anderes dran. Aber so ein Popsocket finde ich ganz nett. Dann haben wir hier etwas drin. Normalerweise hast du ja nur 5 Produkte drin, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Produkte in der Birthday Edition läuft. Von Espar, Natural Beauty Inner Calm Pink Hair and Scalp Matte Intensive Treatment Mask to Condition and Nourish Hair and Scalp. Ich stehe ja aktuell auch total auf diese Kopfhaut-Peelings, Kopfhautmasken. Seitdem ich das ein oder andere Produkt auch von Mud Masky mal ausgetestet habe, auch aktuell noch in Anwendung habe, fühlt sich meine Kopfhaut wirklich besser an. Ich habe halt immer so diesen schmalen Grat zwischen, ich habe Angst, dass es mir zu fettig wird und ich weiß nicht, ob das überhaupt so gut ist, wenn ich das immer wieder so doll schrubber. Ich bin gespannt, ob da Peelingpartikel mit drin sind. Bei dem Mud Masky Produkt sind keine Peelingpartikel mit drin. Das ist sehr, sehr angenehm, ne? Also das ist eher eine Creme. Und das hier werde ich aber auf jeden Fall dann auch mal austesten. Huch, hier kommt schon rausgeschossen. Okay, das sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wäre es so. Aber es ist wahrscheinlich so mit pinkem Schlamm. Nee, du fühlst da überhaupt keine Peelingpartikel. Das ist super cremig. Das finde ich cool. Riecht auch extrem angenehm. Das ist cool. Das gefällt mir. Muss ich nur kurz von meinen Fingern abputzen, weil brauche ich jetzt gerade nicht auftragen. Das geht nicht. Okay, ja, cool. Das kann was werden mit uns zwei Hübschen. Dann haben wir etwas von Elemis drin. Mega geil. Die Pro Collagen Marine Cream Anti-Aging Anti-Wrinkle Day Cream mit 15 Millilitern ist das. Und die Marke Elemis werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal öfter sehen durch die Adventskalender, weil das eine sehr hochpreisige Marke ist, die auch gerne mal in Adventskalendern, vor allem in Glossybox und in Lookfantastic sowohl in Glossybox als auch in Lookfantastic Adventskalendern gerne vertreten ist oder in englischsprachigen Adventskalendern, wie zum Beispiel von ASOS oder so. Ne? Da gibt es gerne mal diese Marke und das finde ich ganz cool. Passt auch mit dem Anti-Aging für mich. Apply every morning to cleansed dry skin. If contact with eyes occurs, rinse through roughly. Ja, also du sollst es nicht in Kontakt mit deinen Augen bringen. Und das ist dann eine Tagescreme. Eine Tagescreme gegen Falten. Und das macht alles schön. Mit Hydration, mit Feuchtigkeit. Genau. Dann haben wir ein weiteres dekoratives Kosmetikprodukt von Ila Maska und zwar Beyond Powder Highlighter. 2 Gramm sind die enthalten. Das ist vegan und cruelty-free und ich finde die Ila Maska Highlighter bombastisch. Die sind echt krass. Ich habe jetzt hier OMG Beyond Powder. Ich müsste den tatsächlich auch schon da haben. Und das ist jetzt einmal in der kleinen Variante. Ja, den habe ich tatsächlich auch schon da. So schaut er
in dem Pöttchen aus. Und ich gucke mal eben, ob ich meinen mal holen kann. Denn ich glaube, der war tatsächlich in unserem Weihnachtsstrumpf, in dem Christmas Stocking drin. Das ist dieser hier, das ist in der Full-Size-Größe der OMG. Und der ist richtig krass. Der ist hammer, hammer, hammer krass. Den swatche ich doch einfach mal. Ist der nicht wunderschön? Also das finde ich klasse, dass der hier auch in der Lookfantastic Box enthalten ist. 2 Gramm ist auch eine schöne Größe. Und ich denke, dass ich das hier tatsächlich in einen selbstgebastelten Adventskalender dann auch mal reinmachen werde. Denn das ist echt ein Highlight-Produkt. Mega. Mensch, da haben die sich aber was Schönes für die Geburtstagsbox überlegt. Okay, dann haben wir hier ein Diego Dalla Palma Nummer 80 Matita Labra Lip Pencil. Das ist dieser hier und die Farbe davon gefällt mir. Ich glaube, dass dieses Jahr sowieso alles auch bei den Adventskalendern mehr so Richtung Rosenholz, Mauve, mehr ins Nudige gehen wird, weil alle sich immer wieder beschweren, hey, wir kriegen jedes Mal rote Lippenstifte mit rein. Das heißt, auch in den Boxen achten die jetzt mittlerweile ein bisschen mehr drauf. Und das ist halt so ein typischer, nudiger Rosenholzton, mega schön. Davon habe ich tatsächlich schon einige da, deswegen wird das hier weiter wandern. Aber auch schon mal richtig krass, dass sie das auch wieder mit in der Box drin haben. 1A. So, und das letzte, was wir hier drin haben, ist von Brushworks. Von Brushworks habe ich eine Wimpernzange, die ich für 5 Euro gekauft habe und die bombastisch geil ist. Wirklich gut. Und hier haben wir jetzt einen Jaderoller mit drin. Den hat, also so einen ähnlichen Jaderoller hatte ich jetzt tatsächlich letztens in der Goodiebox mit drin. Glaube ich, dass es die Goodiebox war, ne? Genau, deswegen brauche ich den jetzt tatsächlich nicht. Auch der wird demnächst in einen Adventskalender wandern oder in eine Verlosung. Und deswegen lasse ich den jetzt auch erstmal zu, weil den jetzt aufzumachen wäre ein bisschen blöd, finde ich. Ne? Aber er ist auf jeden Fall in der Box enthalten. Und ich muss sagen, dass diese Geburtstagsbox richtig geil ist. Also wir haben tolle Produkte drin. Das sind 7 Produkte von einem wahrscheinlich auch relativ hohen Wert, den ich euch hier auch mal einblenden kann. Und Happy Birthday, Lookfantastic Beauty Box. Ich bin gerne mit am Start und freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Monat und bin gespannt, ob ihr diese Qualität halten könnt, aber ich glaube ja nicht. Nein, das ist jetzt die Birthday Edition, eine Sonderedition, eine... Wir knallen einfach mal ordentlich einen raus, wir hauen einen raus, Box. Genau, die kriegt man aber garantiert noch. Also, wenn ihr die abonniert, kriegt ihr wahrscheinlich auch genau diese Box, da gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Jo, und das war jetzt tatsächlich schon mein Unboxing. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!